Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Wir befinden uns kurz vor dem kahlen Berg und haben jetzt, die letzten Prüfungen bestanden, beziehungsweise die Prüfung, weil sie meinte, wir sind es nicht würdig. Was ist los? Ist gut jetzt langsam. Und ja, haben wir letztendlich jetzt geschafft und wir sollen der Marika folgen, denn sie wird jetzt das Tor, beziehungsweise die Tür für uns aufmachen, damit wir auf den Berg gehen können. Zu den ganz tollen, netten und gut aussehenden Herrinnen des Waldes. Ich bin gespannt. Neue Markierung, Eingang. Haust du wieder ab? Hä? Ja. Was ist hier mit Nummer 3? Oder sind die schon, oder ist die schon oben? Oh oh. Fugas. Dem sollen wir bestimmt die Münze zeigen. Oh. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Oh. War ja sowas von klar. Na? Warum macht der hier Feuer? Todesurteil. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlarid, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlarid. Na gut, spielen wir drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Gleichstand. Verdammt, wir spielen nochmal. Imlarid ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Ja. Du kannst uns ja helfen. Hm? Bitte. Ciri. Ich muss da runter. So. Tab geht nicht. Doch, jetzt geht's. Das Amulett von Triss funktioniert immer noch. Das wäre ja klasse, wenn das so wäre.
Nee. Wäre zu schön, um wahr zu sein. Ein Wasserfall. Ach Mist. Ich muss wohl springen. Oh, das gefällt mir nicht. Wo sind wir? Okay, gibt's hier unten irgendwas? Nee, okay. Nur der Sicherheit halber. Weil wir werden hier mit Sicherheit nie wieder zurückkommen. Halt. Sind sie. Mehr Fleisch. War ja klar. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Boah. Das kann sein. Hier und jetzt. Ja.
Flüsterin, komm her. Gehst drauf, los, komm. Mist. Ah. Hat sie sich just in dem Moment... So. Ihr Mumen. Ja, Baum, verzieh dich. Oh oh. Das hättest du nicht tun sollen. Mist. Verdammt. Mist. Imlarit ist bestimmt auf dem Gipfel. Wir speichern mal richtig korrekt ab. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir werden uns mal einstimmen. Was werden wir denn nehmen? Schwalbe haben wir zurzeit. Ach, das sollte so passen. So, wo müssen wir lang? Aber hier oben waren wir wirklich noch nicht. Geht ein Weg rüber und hier. Ist irgendwo da oben. Ist ein Dings der Macht. Ein Ort der Macht, das ist gut. Den kriegen wir von hier drüben. Und den sollten wir eigentlich noch schnappen. Magie. Ein Ort der Macht. Sehr schön. Den können wir auch gleich versenken. Und zwar... hier rein. So, so. Tja, jetzt hätte man von oben... Ihr solltet lieber verschwinden. Die Schwestern sagten, du würdest kommen.
Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Okay. Das Mädchen haben Sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Scheiße, 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 scheiße. Man kann sagen, was man will, aber er ist schon eine sehr beeindruckende Person, ja. Töte Imlerit, bitte. Komm, komm, komm. Dein Schild kann ich Ewigkeiten halten. Komm, 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 komm. Ja, ja, ja. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast. Jawohl. Ja. So ist richtig. Auf dass sie ewig festbrennt. Ja. Sorry, also. Nehmen und jetzt. Jawoll! Jawoll! Ich kann es nicht anders sagen. Jawoll! B.
bitte sei nicht sauer. Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Das finden wir. Erinnerungsstück. Das finden wir. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Noch nicht. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Das bist du und das sollst du. Lass uns noch etwas bleiben. Unser Schwert ist eigentlich zerbrochen worden, oder? Aber nur in der Sequenz. Ja, wir haben damit jetzt definitiv den Lakaien vom Chef von Eredin der wilden Jagd ein Schnippchen geschlagen. Damit ist er nicht mehr. Und das ist gut so. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwas übersehen haben. Denn magische Eichel. Wofür auch immer die gut sein mag. Aber die hätten wir jetzt nicht gefunden, beziehungsweise mitgenommen. Hier ist noch eine Truhe. Halt. Nehmen wir auch mit. Das heißt, wir müssen dann noch die Hexe finden. Gut, liebe Leute. Mit diesem schönen Ausblick. Und der ist wirklich schön von hier. Muss man neidlos anerkennen. Mit diesem schönen Ausblick beende ich die heutige Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Schreibt auch rein, was euch nicht gefallen hat. Oder was euch auf der Zunge brennt und ihr gerne mitteilen möchtet. Und wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr findet, Mensch, das gefällt, dann lasst doch einfach noch ein Abo da. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.